und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ich habe euch mal ein richtig altes Modell von mir mitgebracht, denn wie ihr in den letzten Videos schon gesehen habt, ist mein Parcours aufgelöst. Und nicht nur bei Baustellen-Equip muss ich Platz machen, sondern ich habe mich entschlossen, auch hier in meinen Regalen und in meinem Fuhrpark ein bisschen auszumisten und Platz zu machen und einfach mal zu gucken, was ist denn schon lange gestanden und was steht schon lange rum. Und einer dieser Fahrzeuge ist hier der Fendt 936, eins meiner ersten Modelle. Also mein allererstes Modell war ein Unimog mit Wechselaufbau. Habe ich auch was herstehen, kommt nachher noch dazu. Aber das war, glaube ich, wirklich mein zweites Modell. Habe ich für meine Tochter gebaut. Aber auch kleine Mädchen werden größer und irgendwann ist es nicht mehr cool, mit dem Papa Modelltraktoren zu bauen und zu fahren. Deswegen stand der jetzt eine Weile rum. Ja, ich weiß noch, ich habe für den tatsächlich auch mal einen Stuhl gebaut, einen Traktorstuhl mit Lenkrad und Pedalerie und so. Müsste mal runterscrollen, es gibt irgendwo ein Video dazu, wie sie hier im Keller mit dem Stuhl unterwegs ist. Super, also hat klasse funktioniert, ist mittlerweile wieder rückgebaut. Damals waren wir noch bei Megahertz Fernbedienung, mittlerweile ist alles 2,4 Gigahertz. Störungsfrei natürlich, etc. und so weiter. Ich will ihn euch trotzdem einmal ganz kurz zeigen, denn wie gesagt, er landet jetzt auch bei eBay unterm Hammer. Ich verlinke euch unten den Link dazu. Ich will keinen Preis dafür aufrufen, es ist eine 1-Euro-Auktion, startet da und wer ihn haben möchte, kann hier ein Schnäppchen machen. Wie gesagt, er ist fahrfertig, es ist ein Akku mit dabei, es ist ein Ladekabel mit dabei. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen was ich damals so gemacht habe, gefühlt 100 Jahre her. Es ist ein gebrauchtes Modell damals schon gewesen, also ich habe auch als ganz kleiner Modellbauer angefangen, mit quasi gar keinem Geld und habe hier so ein gebrauchtes Sandkastenmodell umgebaut. Das sieht man auch, dass das Dach einfach schon vergilbt ist und da einen Riss hat und ja. Und meine Baukünste waren damals auch, waren halt echt meine Anfänge, muss man sagen, aber es fährt. Ja, gar nichts dran zu rütteln hier. Was haben wir hier? Wir haben einen NIMH 12 Volt Akku hier unten drin. Und zwar liegt der hier so seitlich unten drin. Denn ich wollte, dass die Motorhaube und beziehungsweise der Motorblock erhalten bleibt. Denn Kinder spielen gerne mit Motoren. Das ist einfach so. Deswegen habe ich das so gemacht. Also, wie gesagt, der Motor ist noch vorhanden. Der Akku liegt unten drin. Hier oben gibt es eine Ladebuchse. Und hier gibt es dazu ein Ladekabel. Das steckt man hier oben ein. Hier unten ist ein JS BEC-Stecker und da kann man ganz normal den NIMH-Akku laden. Ein Ausschalter, hier ist ein Kontrolllämpchen und hier unten eine Feinsicherung, denn wenn man wirklich mal länger gegen die Wand fährt oder Überlast hat, löst die Feinsicherung aus, bevor der Fahrregler durchbrennt. So war damals der Plan. Wir haben es noch nie geschafft, den durchbrennen zu lassen, von dem her bisher alles gut. Wie gesagt, man kann die schnell austauschen. Man kann natürlich auch eine richtige starke Sicherung einbauen, die dann einfach nicht mehr auslöst oder auch einfach überbrücken. Ich meine, die Fahrregler sind ja drin. Fahrregler, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also der allererste Bau, weiß ich, hatte noch einen Tor 4-Regler drin. Mittlerweile sind zwei Zusatzanschlüsse hinten dazugekommen. Da sind die Modellbauregler verbaut. Ich weiß jetzt nicht, sind drei AS12, 6RW, Easy-Regler von modellbauregler.de drin oder es sind noch Tor 4-Regler drin, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall drei Regler drin, ausgelegt für 12 Volt, passt also. Es ist eine Fernbedienung mit dabei, 2,4 Gigahertz, ist glaube ich eine 4-Kanal oder 6-Kanal sogar, also 4 Kanäle sind auf jeden Fall belegt, soweit ich weiß, müsste aber eine 6-Kanal sein, könnt ihr programmieren, gibt es so über den Trainerstecker ein Programm dazu. Aber soweit, die Medi ist ja eingestellt. Was haben wir drin? Wie gesagt, der Akku ist drin, die Fahrregler sind drin. Hier oben waren ursprünglich mal Schalter. Hier konnte man umschalten zwischen Fahren. Dann konnte ich mit einem Hebel konnte ich da hinten einen Anschluss zuschalten, der zum Beispiel ursprünglich geplant ein Mähwerk oder ähnliches mit bedient. Weil es war nur ein Fahrregler am Anfang drin. Und mit dem zweiten Schalter konnte ich Fahren ausmachen und Fahren auf hinten umschalten, dass ich zum Beispiel den Kipper auslenken kann. Ihr seht, es war echt minimalistisch am Anfang ausgelegt. Und wie gesagt, das ist, hat aber keine Funktion mehr, die sind noch drin, aber wir haben jetzt einfach drei Fahrräder, da brauchen wir nichts mehr umschalten. Und ich kann fahren und kippen tatsächlich inzwischen gleichzeitig.
Ja, das funktioniert also alles. Er ist schwer, 2,6 Kilo. Ich habe den ausgebleit, beziehungsweise beschwert. Es ist kein Blei drin, aber er ist beschwert. Er hat hinten nur Hinterradantrieb mit zwei RB35 Motoren. Vorne ist ein Servo drin, der die Lenkung steuert. Und ich drehe ihn gerade mal um. Man kann den Hänger natürlich auch wegmachen, aber dann müsste ich ihn ja gleich wieder hintruppeln. Wir haben hier hinten zwei Zusatzanschlüsse. Einer ist über die Fernbedienung, über den Joystick für den Kipper. Der andere ist über den Drehpotti. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel ein Mähwerk hinhängen und dann einfach sagen, zack, gib ihm. Und dann läuft der, auch wenn ich jetzt stehen würde, läuft das einfach zu. Hoch runter kann ich noch so verstellen, wie es Bruder ursprünglich vorgesehen hatte hier. Und die Anhängerkupplung unten ist mit einer Rändelschraube versehen. Ist also nicht mehr die Originalkupplung. Hier ist ein Stift drin mit Mutter, also einer Rändelschraube. Und dadurch kann der Hänger hier im Gelände nicht weg. Denn das war am Anfang einfach ein Problem. Wir sind draußen gefahren, zack, Hänger weg. Und das dauert. Macht irgendwann keinen Spaß mehr. Genau. Es ist Licht mit eingebaut. Sehen wir gleich, wenn er angeht. Und dann habe ich hier einen wunderschönen Anhänger dazu. Der hat einen Spindelantrieb und Endabschalter hinten, also oben und unten. Hinten und vorne in dem Fall, weil die Spindel ja vorne zurückläuft. Zwangsöffnung, aber das war ja schon vorgesehen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Er war mal lackiert, aber durch das Benutzen kommt einfach das Gelb wieder raus. So, jetzt machen wir mal an. Wie immer Fernbedienung ein und Motor an. Und jetzt sehen wir schon, er hat hier einmal hier schön die Beleuchtung. Rückfahrlicht ist an sich auch drin, aber nicht angeschlossen. Das dürfte, glaube ich, nicht leuchten, wenn ich rückwärts fahre. Nee. Das ging mal, hat aber immer gesponnen. Der hat immer so viel, ein bisschen Reststrom, dann leuchten die auch beim Vorwärtsfahren. Irgendwann hat mich das gestört, habe es einfach abgemacht, klemmt. Aber eingebaut sind sie. Genau, dann haben wir hier den Kipper. Ich muss ja sagen, das ist was mir einfach gefällt. Gell? Das ist alles elektrisch und es stand jetzt mit Sicherheit 1, 2, 3 Jahre vielleicht mal unbenutzt rum. Und es läuft immer noch. Ja? Überhaupt kein Problem. Ja, vielleicht ein bisschen schmieren. Schaut recht trocken aus. Aber ansonsten alles wunderbar. Wie gesagt, Endabschalter ist dran. Und passt doch, oder? Der Hänger hat noch eine Besonderheit. Wir haben hier ein Pendel eingebaut, damit der sich ein bisschen ausgleichen kann und nicht so starr da hinterher trottet. Und dann drehen wir ihn nochmal oben. Boah, der hat schon Gewicht. Also die Reifen sind übrigens beschwert. Nicht das Modell, sondern die Reifen sind ausgegossen, wodurch er einfach hier einen schönen tiefen Schwerpunkt kriegt. So, wir haben das Fahren. Und durch das, dass er auch dementsprechend schwer ist, er fährt sich halt super soft. Ja, könnte natürlich auch in den Fahrrädern liegen. Aber ich muss sagen, also das ist Vollgas, das ist ein Traktor. Ja. Aber man kann ihn gut feinfühlig fahren. Hängerfahren ist nicht meins, seht ihr gleich. So, genau. Ansonsten ist da eigentlich alles geschraubt. Man kann hier an der Seite aufmachen und man kann unten, der ist so zusammengespannt im Endeffekt. Und dann kann man das alles öffnen. Ist relativ simpel, die Schrauben sieht man hier und da. Das ist einfach so meinem damaligen Umbau geschuldet. Und genau. Soweit, so gut. Also wie gesagt, der landet jetzt eben unter dem Hammer. Natürlich ist es einiges drin. Ich habe mir echt kurz überlegt, was mache ich damit. Es sind drei Fahrregler drin. Ich habe hier eine Fernbedienung mit dabei. Gut, den Akku. Ich mache mittlerweile ja alles mit Lipos. Es ist schon was drin. Also es sind die RB35 Motoren hinten noch, die drin stecken. Und ein Lenkservo. Hier hinten steckt noch der kleine Motor drin fürs Kippen und Endabschalter und so. Also es ist schon ein bisschen was drin, wenn man ausschlachten würde. Aber ich wollte es nicht. Also ich wollte es einfach nicht ausschlachten. Ich denke mir, vielleicht hat jemand Spaß dran. Da fehlt übrigens die Tür. Ja, habt ihr gesehen. Kann man, glaube ich, aber auch nachkaufen. Ja, also wie gesagt, von dem her, irgendjemand hat vielleicht wirklich Spaß daran, kann sich dann nochmal verkünsteln oder sagt wirklich, komm, dann schieße ich für ein paar Euro, ist ein Schnapper, dann hat er da ein Modell, das auf jeden Fall schon mal fährt und man kann das jederzeit ausweiten. Von dem her hoffe ich, dass es auf jeden Fall einen Besitzer findet, der würdig damit umgeht und der da weiterhin Spaß hat, weil wie gesagt, ich würde nur auseinanderreißen und würde die Elektrik rausnehmen. Und ja, finde ich eigentlich zu schade, denn wie gesagt, es ist ein fahrbares Modell, also es ist komplett, es fährt, es ist so ein Akku mit dabei,
Es ist also alles ready. Ja? Und es ist kein Lipo-Akku, das heißt, ihr braucht jetzt hier keine Angst haben mit, ich sage jetzt mal, Kinderhänden, dass der irgendwo runterfällt oder was weiß ich. Kann im Modell geladen werden. Ist also super. So viel zu ihm. Ich habe mal gesagt, ich komme noch ganz kurz zurück, denn mit dieser Auktion starte ich noch zwei weitere. Und zwar einmal hier den Wechselaufbau von dem Unimog, wollte ich euch nur einmal kurz zeigen. Der hat eine Zwangsöffnung hier. Das heißt, wenn der hochfährt, öffnet die Klappe und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Ich muss gerade gucken, kann ich den hier anstecken? Ich glaube schon. Dann kann ich euch das vielleicht sogar schnell zeigen. Toll. So ein Allround-Talent hier. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Da habe ich ganz schön lange rumgetüftelt, sage ich euch, an dieser Zwangsöffnung. Aber ich wollte es unbedingt nach unten öffnend haben. So, gucken wir mal. Ja, es geht. Also. Hat auch einen Endabschalter. Und ihr seht, also erstmal, wir haben hier richtig mal Kippwinkel. Ja, und er macht nach unten hin auf. Ist also genial, denn beim Unimog war es ja so, der hat ja hier unten die Anhängerkupplung und so weiter. Und das fand ich einfach doof und ich finde, das gehört sich einfach so, dass das nach unten aufgeht. Und schließt natürlich auch genauso wieder. Au! Finger zwischendrin. So, genau. Also wie gesagt, Endabschalter sind in beide Richtungen drin. Und die Maße und so weiter stelle ich alles in die Auktion mit rein. Ja, komm raus. Und genau, so sieht das ganze Ding hier aus. Wie gesagt, es ist ein Wechselaufbau für den Unimog. Kann man natürlich auch umbauen noch. Wenn ihr sagt, ihr will nur die Mechanik zum Beispiel nehmen, wird sich vielleicht auch auf, keine Ahnung, einen Sattel hinten drauf. Es gibt auch diese kleinen für den Sattel beim Zirkus oder so. So kurze Sattel mit so einem Kofferaufbau hinten drauf. Keine Ahnung. Wer weiß. Also wie gesagt, der landet auch unter dem Hammer. Und damals für den Unimog gab es noch ein... Mich voll ab. So. Gab es noch einen Amazonestreuer oder für den Winterdienst? Also, das ist ja das Winterdienstding. Was ihr damit macht, ist relativ gleich. Ihr habt drei Anschlüsse: 1, 2, 3. Das heißt, wir haben hier einen Anschluss, der hier hinten die Heckklappe hoch und runter bewegt. Ja? Wenn die Heckklappe oben ist, blinkt hier oben auch ein Lichtchen. So sieht es hier innen drin aus. Dann haben wir einen kleinen Rüttelmotor. Das ist dieser hier. Der hier dafür sorgt, dass das Zeug schön nach unten nachrutscht. Und wir haben die zwei Drehteller, die das ganze Ding, was da also rausrutscht, hier schön in der Prärie verteilt. Ja? Das ist also auch ein tolles Teil. Funktioniert. Aber wie gesagt, mein Unimog gibt es nicht mehr. Der ist tatsächlich komplett zerlegt. Deswegen, und das hier ist noch übrig, falls es jemand haben möchte oder gebrauchen kann, wie gesagt, als Winterdienst oder eben auch wirklich, weil man könnte es auch im Hänger auch jetzt draufschrauben, gell, für den Traktor, aber ja, bräuchte man noch einen Anschluss für den Servo hinten. Ah, das bringt ihr hin. Bin ich ganz zuversichtlich, das schafft ihr. Ja? Also, das hier gibt es auch, wie gesagt, aber primär ging es mir jetzt um den Traktor, dass der hier ein gutes Zuhause findet und wie gesagt, ich verlinke euch alles unten. Schaut's mal rein und dann findet auch der Fendt 936 als mein altes, zweites Modell mit Sicherheit ein neues Zuhause. Freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir werden wieder mit dem Baustellen-Equip mit Sicherheit weitermachen. Und ja, bis dann.